hatten uns eigentlich viel mehr erhofft. Ich habe im Bezirk Gänserndorf sehr, sehr viele Zusagen gehabt für Unterstützungserklärungen, von denen nur maximal 50% dann wirklich eingehalten worden sind. Wir hatten in Niederösterreich 21 Wahlkreise. Davon sind wir dann nur in einem Wahlkreis angetreten, im Bezirk Gänserndorf. Und auch da war es noch relativ schwierig, die letzten Unterstützungserklärungen zu erhalten. Wir haben also am letzten Tag, circa 2 Stunden vor Abgabeschluss, 53 Unterstützungserklärungen bekommen. Also wir hatten dann noch 3 mehr, als wir gebraucht haben. Aber es war wirklich erdenklich knapp. Wir haben 2 Tage, bevor die Unterstützungserklärungen zum Abgeben waren, gesehen, dass wir in den anderen Wahlkreisen keine Chance mehr haben. Und wir haben dann alle Leute aus allen anderen Bezirken zusammengezogen und haben dann effektiv in Bezirk Gänserndorf noch circa 20 Unterstützungserklärungen gesammelt. Was nicht gut gelaufen ist, wir haben sehr viele Formulare ausgedruckt, mehrere tausend Formulare, haben sie an Leute verteilt und wir konnten nicht feststellen, dass von diesen Formularen wirklich welche dann an uns zurückgesandt worden sind. Wobei wir haben dann Aktionen gestartet vor Rathäusern, vor Notaren. Wir haben uns einige Notare ausgesucht. Wir haben dann letztendlich uns konzentriert auf Gänserndorf. Dort war der Notar circa 400 Meter entfernt vom Rathaus. Und die Leute, die sich nicht getraut hatten, ins Rathaus zu gehen, die Unterstützungserklärungen vom Beamten zu geben, konnten wir dann großteils überzeugen, beim Notar zu unterschreiben. Also ich würde empfehlen, sich wirklich auch Orte auszusuchen, wo wir in der Nähe von einem Gemeindeamt oder von einem Rathaus einen Notar haben und mit diesem Notar eine Vereinbarung treffen, dass er die Formulare von uns schon aufliegen hat und einen Preis aushandeln. Wir haben also in anderen Bezirken angefragt mit einem Notar und wir hatten Preisangebote von teilweise bis zu 40 Euro pro Unterschrift. Und die günstigste wäre gewesen, glaube ich, 3,50 Euro. Also im Schnitt hatten wir dann circa um 7 Euro in Gänserndorf die Bestätigung des Notars pro Unterschrift. Plakate hatten wir einige, Großplakate. Wir haben circa 6 Plakate gemacht. Sind, denke ich, gut angekommen. Wobei ich glaube, wir sollten uns mehr auf kleinere Plakate konzentrieren, die weitaus günstiger sind. Und wir haben auch in einer Ortschaft überhaupt nichts plakatiert. Und interessanterweise hatten wir dort sehr, sehr viele Stimmen. Wir haben insgesamt in Bezirk Gänserndorf 498 Wähler gehabt und wir haben also ein knappes Prozent, das waren 0,9%, die wir erreicht haben. Aber leider eben nur im Bezirk Gänserndorf. Irgendwelche Fragen? Eigentlich keine Frage. Ich wollte nur, ich weiß, dass du einigermaßen angegangen bist in den Foren etc. Und ich wollte dir danken dafür, dass du dich persönlich so eingesetzt hast und dass du so viel Kohle von dir und Zeit von dir investiert hast. Ich bin der Meinung, dass bei uns, bei den Piraten, teilweise das positive Feedback zu kurz kommt. Und ja, auch dir, wie immer, danke für alles. Dich lieb. Dich habe ich auch lieb. Also Bussi, Flauschi. Gibt es noch Fragen? Dann, ja? Ja? Es ist halt nur eine Anmerkung, in Niederösterreich ist es halt sehr schwierig, auch in Kleinstädten, große gibt es ja nicht wirklich irgendwo, die Leute zu motivieren, zum Gemeindeamt zu gehen, weil, ich sage einmal, in Niederösterreich wird das zum Teil beinhart bestraft, durch die Mehrheit und ich glaube, gerade in Niederösterreich, und ich weiß nicht, wie es andere Länder, kann ich nicht so beurteilen, glaube ich,
da muss man extrem wahrscheinlich vorgehen, dass man wirklich, wir haben jetzt natürlich den Vorteil, in Niederösterreich brauchen nur 500 Unterschriften, nur unter Anführungszeichen, aber egal wo wir das sammeln. Und wir haben so das Problem gehabt, 21 Bezirke zu je 50 Stimmen, was ein bisschen weit schwieriger ist und einer ist Doppelte ist. Also ich glaube, da wird man wahrscheinlich da irgendwo rechtzeitig jetzt schauen müssen, dass man Notare findet und wirklich so Aktionstage macht, wo die Leute dort unterschreiben können. Und das muss ja nicht unbedingt notwendig sein in der Nähe vom Gemeindeamt, weil wenn wir rechtzeitig das machen, müssen wir nicht am letzten Tag direkt zum Gemeindeamt rennen, weil da hast du ein paar Tage Zeit dafür. Dankeschön.